Hallo im Küchengarten. Bitte entschuldigt mein etwas zerzaustes Aussehen, aber ich habe heute den ganzen Vormittag im Garten gearbeitet und es ist recht heiß, die Sonne hat gebrannt, daher da sitzt dann die Frisur nicht so gut, weil Dreiwettertaft verwende ich nicht. Spaß beiseite, ich habe mir auch einen Sonnenbrand geholt, deswegen trage ich jetzt ein T-Shirt, um die Haut ein bisschen zu schonen. Aber wer sich nicht eincremt, ist selber schuld. Für heute habe ich mir etwas ganz Besonderes für euch aufgehoben. Und zwar möchte ich hier aus meiner Zinnbadewanne die Frühkartoffeln ernten. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch auf dem Laufenden halte. Da gab es ja ein Video darüber, wie ich die Kartoffeln hier schon Mitte März, also das war der 18. März, habe ich die hier schon eingesetzt. Da war ja das Wetter wirklich grauslich. Deswegen haben die auch etwas gebraucht, um in die Gänge zu kommen. Und ich habe ihnen so lange Zeit wie möglich gelassen, dass sie noch an Größe zulegen können. Ich habe sie ja unter Heu gepflanzt, also die Heumethode. Sind eigentlich alle, da schaut jetzt ein kleiner raus, aber die sind eigentlich alle noch wirklich schön mit Heu bedeckt. Zuerst möchte ich aber kurz etwas von den Problemen, die ich hier in diesem Jahr mit den Kartoffeln hatte, erzählen. Und zwar, wie ihr alle wisst, der Frühling war sehr lange kalt und auch sehr nass. Da hatte ich zuerst die Sorge, dass die Mutterkartoffel wegfault. Und es hat auch wirklich lange gedauert, bis die Kartoffeln angefangen haben, Grün auszubilden. Und sobald sie dieses Grün ausgebildet hatten, kam dann wieder diese Hitzewelle und ich musste täglich zugießen, weil der Boden wirklich staubtrocken war. Und sobald die Kartoffeln natürlich Grün ausbilden und auch blühen, lagert die Speicherknolle, also die Kartoffel, die Nährstoffe und das Wasser ein und gewinnt natürlich an Größe. Also ist da der wichtigste Zeitpunkt, um zu gießen. Das Grün ist jetzt immer noch recht stark und satt, aber nach mittlerweile 4 Monaten, glaube ich, ist es legitim, dass ich mal auch eine Kartoffel ernten will, weil das ist ja der Grund, warum man die Kartoffeln zu verschiedenen Zeitpunkten ausbringt im Garten oder auf dem Acker oder im Schrebergarten, weil man natürlich über die gesamte Saison hinweg Kartoffeln zum Essen haben will. Ich bin es jetzt wirklich leid, mir Kartoffeln im Supermarkt zu kaufen. Also müssen diese Kartoffeln heute raus. Und ihr seid mit dabei. Ich werde es wiegen und ich hoffe, dass es eine gute Ernte gibt. Gestartet habe ich seinerzeit, also Mitte März, mit 6 Saatkartoffeln. Eine habe ich ja vor einem Monat schon rausgenommen, weil ich für einen Kartoffelsalat Kartoffeln brauchte, liegt nahe. Und da war schon eine Ernte da, aber ich war noch nicht zufrieden damit. Deswegen habe ich gedacht, ich gebe ihnen noch ein paar Wochen. Was verwende ich? Eine Mistgabel. Hier muss man natürlich schön vorsichtig sein, damit man die Kartoffeln nicht ansticht. Da werde ich zuerst einmal, da kommt ja schon die erste zum Vorschein, also das Heu ein bisschen zur Seite geben, um ungefähr zu sehen, wie weit geht es denn mit den Kartoffeln, wo ich hineinsteche. Das sind ganz kleine Zwergerl. Das ist schon die Frage, von welcher Pflanze das ist. Also es breitet sich hier aus. Dann fange ich mal auf dieser Seite vorsichtig an, möglichst gerade. Und dann das Ganze ein bisschen in die Höhe hebeln. Der Boden ist eigentlich schön fluffig. Da kommt schon was zum Vorschein. Ich habe mir da ein Körbel mitgebracht. Oh, das ist eine ganz schöne. Da kommt noch. Oh, das ist ja, das wäre die perfekte Kartoffel. Schauen ist von dir, dass ich nichts vergesse. Das ist ja pures Gold. Schaut mal aus, als wäre von der Pflanze nichts mehr da.
Na gut, auf zur nächsten. Das sieht man hier schon. Oh, eine ganz schöne. Wow. Ja, da kommt auch schon was. Sehr schön. Ja, die Mutterkartoffel. Die lasse ich drinnen. Die können die Bodenlebewesen weiter essen. Ihre Kinder. Na, da ist noch eine. Die war jetzt etwas traurig. Vielleicht ist da meine Befürchtung wahr geworden und die Mutterkartoffel ist zu früh verfault. Allerdings, sonst hätte es ja gar keine Ernte gegeben. Vielleicht auch zu nah zusammengepflanzt. Ja, man kann ja philosophieren, wie man will. Es ist, wie es ist. Ja, da gibt es nicht mehr. Also, weiter zu Kartoffel Nummer 3. Das greife ich natürlich auch gleich in die Mutterkartoffel, in die matschige, super. Ah, ui, da kommt ja schon was Schönes. Und da noch was. Oh, das ist ja schön. Die ist ja schön. Wow, oh, da kommt was. Oh. Da noch eine, wunderbar. Auf zu Setzkartoffel Nummer 4. Hui, ein ganz schöner Brummer. Und nun die letzte, ganz hinten im Winkel. Ob das eine Rolle spielt, wo in der Badewanne die Kartoffel gesetzt wurde, weiß ich nicht. Oh, aber da ist die Mutterkartoffel noch wirklich schön intakt. Mal schauen, was das heißt. Okay. Das heißt, eine schöne mittelgroße, zwei eher kleine, eine Wuzi, zweite noch Wuzi, noch wuziger. Und das ist die Mutterkartoffel, nicht? Sieht man an der Farbe. Aber das war's von der. Na, die hier hinten hat den geringsten Ertrag gebracht. Jetzt habe ich mir hier meine alte Küchenwaage geholt und meinen alten Suppentopf. Und jetzt werden wir mal wiegen, wahnsinnig genau und metrisch korrekt, wie viele Kartoffeln das gegeben hat von diesen 5 Setzkartoffeln. So schaut das aus. Der Suppentopf selber wiegt 1,2 Kilo. Starten wir. So, wir sind hier bei 2 Kilo und 550 Gramm. Das heißt, wenn man die 1,2 Kilo des Suppentopfes abzieht, dann sind wir bei 1 Kilo und 350 Gramm Kartoffeln. So, jetzt hat mir das Ganze keine Ruhe gelassen, denn 1,3 Kilo scheint mir jetzt doch etwas wenig zu sein. Also vielleicht ist die Waage doch schon jenseits von Gut und Böse. Also habe ich mir jetzt meine Küchenwaage gekauft und da wird das Ganze jetzt noch einmal der Statistik halber gewogen. Also so schlecht war die alte Waage gar nicht. Viel mehr wird es leider nicht.
ca. 1,5 Kilo Kartoffeln. Also ob das jetzt gut oder schlecht oder mittelmäßig ist, kann ich gar nicht selbst bewerten, denn es ist das erste Jahr, dass ich in dieser Badewanne so frühe Kartoffeln anbaue. Lasst mir doch gerne in den Kommentaren einen Hinweis da, wie das bei euch so aussieht und ob ein Ertrag von 1,5 Kilo aus 5 Setzkartoffeln okay ist. Also eine ganze Familie von 4 Personen kann ich damit jetzt nicht ernähren, aber eine Mahlzeit als Beilage wird es geben. Und da kommt es natürlich auch darauf an, dass ich sie nicht waschen muss, denn ich weiß ja, dass ich hier mit nichts Schädlichem gedüngt habe. Ich weiß ja, woher sie kommen. Und das macht für mich eigentlich die größte Faszination und die größte Freude aus. Ich habe ja auch noch einige Kartoffeln in Kübeln stehen, darunter auch die besondere Sorte Rote Emalie, die ja vom Kanal Das Landei so empfohlen wird als ganz toll ertragreich in Kübeln. Da bin ich schon sehr gespannt darauf, aber die brauchen noch ein bisschen. Jetzt konnte ich mich schon nicht mehr zurückhalten und wollte unbedingt mal etwas an Kartoffeln ernten. Schön, dass ihr mich heute begleitet habt auf dieser Erntetour und ich hoffe, dass ihr auch gute Erträge mit euren Kartoffeln erzielt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen rauf und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!